Guten Morgen, liebe Teilnehmer. Wir starten jetzt pünktlich um 10 Uhr. Ich hoffe, dass sich schon alle eingewählt haben. Mein Name ist Sibylle Blöchel und ich darf Sie im Namen der Thomas Krenner AG herzlich willkommen heißen zu unserem heutigen Webinar mit unserem Partner Univention. Unser Experte heute ist Kurt Martens. Er stellt Ihnen heute die Univention Corporate Server als einfach zu bedienende und wirtschaftliche Open-Source-Alternative zu Serverlösungen von Microsoft vor. Bevor wir mit dem Vortrag starten, habe ich wieder meine ganz gewöhnlichen organisatorischen Punkte, die kommen jede Woche, die ein oder anderen kennen das jetzt schon. Das Webinar wird circa eine Dreiviertelstunde dauern und es wird auch wieder wie gewohnt aufgezeichnet und Ihnen im Nachgang per E-Mail zur Verfügung gestellt. Im Anschluss können Sie auch wieder Ihre Fragen stellen, gerne auch schon während des Webinars. Ich spiele es dann unserem Referenten wieder zu. Sie haben rechts im Bedienpanel wieder Ihr Chat- und Fragefenster, in dem Sie Ihre Fragen einfach eintippen können. Und mit diesem kleinen Überblick übergebe ich jetzt auch schon das Wort an unseren Referenten und freue mich auf den Vortrag. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Kurt Martens von der Univention GmbH. Frau Böchel, ganz herzlichen Dank für die Vorstellung. Ich höre mich so selten als Experten. Ganz herzlichen Dank dafür. Ich werde Sie in den nächsten 30 Minuten durch ein paar Folien führen, inklusive einer Live-Demonstration und die Chance nutzen, Ihnen unser Portfolio vorzustellen. Sekunde, ich gehe einmal in Tragungsmodus. So, jetzt haben wir die Folien in Großformat und freue mich heute, Ihnen Ihr UCS als Alternative zu Microsoft Serverlösungen vorstellen zu können, in Zusammenarbeit mit Thomas Krenn, und möchte jetzt auch schon hier direkt starten. Die erste obligatorische Folie, sonst wären meine Kollegen auch Marketing nicht erfreut, wenn ich nicht uns kurz vorstellen würde, wer wir eigentlich sind. Wir sind führende Anbieter von Open-Source-Produkten für den Betrieb und das Management von IT-Infrastruktur. Das ist im Prinzip der Satz, der unser Unternehmen sehr gut beschreibt. Wir sind ein Entwicklungshaus, gegründet 2002 in Bremen und haben heute weitere Büros in Berlin und seit Anfang des Jahres in Boston in den USA. Bis heute eigenfinanziert, profitabel und stetig wachsend. Und wir arbeiten mit etwas mehr als 250 Kooperationspartnern zusammen, das heißt einerseits Partner vor Ort, das heißt die auch in Österreich, in Süddeutschland, in Stuttgart, im Westen, in Berlin und so weiter und so fort im Prinzip unsere Kunden betreuen können. Wir haben einzelne Technologiepartner, die wie Thomas Krenn, die mit uns gemeinsam hier einen Lösungsstack anbieten. Das ist ja auch der Grund heute, warum wir hier zusammensitzen, um einfach zu zeigen, es gibt hier schon viele Kundeninstallationen und die Kombination macht gemeinsam Sinn. Und alles, was Sie heute sehen werden und von uns produziert wird, die Software, ist 100% Open Source Software. So, das war an dieser Stelle die Werbung für unser Unternehmen. Und nun komme ich zum eigentlichen Punkt, zu Univention Corporate Server. Wenn ich jetzt nochmal hier auf den ersten Aspekt eingehe, Univention, von unserem Portfolio kann man sich sehr gut vorstellen, One Product, One Company. Univention Corporate Server ist unser zentrales Produkt, das wir gemeinsam mit Partnern und Kunden einsetzen und im Projekt veredeln. Und das Produkt möchte ich Ihnen jetzt heute auch mit einem Novum vorstellen. Und zwar heute werden wir den Release-Kandidat für UCS 4 vorstellen bzw. veröffentlichen. Und dementsprechend werde ich Ihnen heute auch in der Live-Demo zum späteren Zeitpunkt die ganz aktuelle UCS 4-Version zeigen. Ja, ganz kurz, wer von Ihnen noch nie Univention Corporate Server gesehen oder etwas davon gehört hat, der Abriss, was es eigentlich ist. UCS ist ein Serverbetriebs- und Managementsystem. Es basiert auf Debian GNU Linux, der größten freien Linux Distribution. Die Distribution wird von uns gepflegt und qualitätsgetestet und die Pakete werden von uns an unsere Kunden herausgegeben. Was macht UCS? Es stellt erstmal
alle klassischen wichtigen Serverdienste zur Verfügung. Anmeldedienste, Dateiablage, Druckdienste, das Host- und IP-Management, um Rechner eben zu verwalten oder eben alle Geräte, die eine IP-Adresse in einer Netzwerkumgebung haben. Es ermöglicht mit dem Management-System ein sehr einfaches Benutzer- und Berechtigungsmanagement. Das heißt, hier kann ich sehr einfach Benutzer hinzufügen. Sie melden sich am nächsten Punkt hier an einem Windows-, Mac- oder Linux-Arbeitsplatz an oder über eine Web-Anwendung von außen, dass Sie auf eine Groupware-Lösung gehen, dass man hier immer ein zentrales Benutzer- und Berechtigungsmanagement hat. Same User, same Password oder auch seitens der Administration steuerbar, wer darf eigentlich auf welche Applikationen zugreifen. Ja, ganz wichtig für uns, wenn man aus diesem klassischen Server-Domänen-Umfeld kommt, dass wir natürlich zur Client-Seite die unterschiedlichen Desktop-Varianten hier unterstützen. Ganz wichtig natürlich auch Windows, Windows 7, Windows 8 und so weiter und so fort unterstützen wir hier, aber eben auch Mac- oder Linux-Arbeitsplätze, wenn man so will. Ein etwas eher Microsoft geprägter Begriff, das Domänenkonzept auch eben auf die Linux-Welt hier übertragen. Last but not least integriert UCS auch einen Hypervisor mit KVM, also eine Virtualisierungsschicht und gleichermaßen das Management dafür. Eben, wenn ich jetzt den Sprung wieder auf den allerersten Punkt zurückmache, die Virtualisierung wird auch über das zentrale Management-System sehr einfach verwaltet. Und an dieser Stelle ganz, ganz wichtig, das, was ich Ihnen jetzt auch zeigen werde oder das Produkt, was ich Ihnen jetzt gleich zeigen werde, so eine Impression von der UCS4, es ist kein klassischer Small Business Server, da er nicht technisch reduziert ist. Also UCS ist beliebig erweiterbar um einen zweiten oder einen dritten Server oder eben auch um virtuelle Instanzen, wenn man es in VMware oder anderen über andere Hypervisor zur Verfügung stellt, kann man weitere Systeme sehr einfach aufstellen, um beispielsweise Standorte miteinander zu vernetzen oder eben auch Dienste auf einem separaten System in der DMZ zur Verfügung zu stellen, wie einen Groupware-Server oder ähnliches. Das will man ja nicht immer alles auf dem einem einzelnen System haben. Ja, das ist UCS erstmal unserer, ich sage das mal ganz sich unser Brot- und Buttergeschäft, die ganz klassische Ablösung von Domäneninfrastrukturen oder Bereitstellung von Domäneninfrastrukturen. Allerdings, Enterprise-Server-Lösung, da gibt es auch andere Player am Markt. Was kann Univention oder UCS noch ein wenig mehr? Und darauf möchte ich jetzt ein bisschen eingehen, bevor ich auf die einzelnen Komponenten oder die einzelnen Komponenten vorstelle. Es ist ein klassisches Serverbetriebssystem. Wir können damit aber noch deutlich mehr. Wir haben vor einigen Jahren angefangen, weil wir eben auch nicht alle Business-Applikationen eines Unternehmens ablösen können als kleinerer Hersteller, uns sehr stark darum bemüht, wo es geht, Standardschnittstellen einzusetzen und die Schnittstellen so einfach nutzbar zu machen für unsere Technologiepartner. Das sind eben dann auch nicht nur Partner auf den oder Partner wie Thomas Krenn, wo wir dann natürlich, wo sozusagen wir sozusagen der ISV für Thomas Krenn sind, sondern es gibt auch Lösungen, die den Funktionsumfang von UCS sinnvoll erweitern, um eine Unternehmensumgebung zur Verfügung zu stellen. Und dort haben wir vor vier Jahren mittlerweile begonnen, ein Modul, das mit jeder Installation von UCS mitkommt, vorzustellen. Wir nennen das das Univention App Center. Und über das Univention App Center ist es möglich, sehr, sehr schnellen Zugriff auf zertifizierte, und ich sage das hier auch bewusst, Enterprise-Applikationen zu bekommen. Die kann man ausprobieren, die kann man darüber installieren, natürlich für den produktiven Betrieb. Das ist sehr einfach möglich. Das will ich gleich auch in der Live-Demo direkt zeigen. Es sind allerdings auch nicht nur Enterprise-Applikationen im Sinne von anderen Third-Party-Lösungen, die man kaufen kann, sondern auch tatsächlich kleinere Helferlein. Sei es ein Fetchmail oder sei es
sei es beispielsweise auch unseren Hypervisor oder VPN oder solche Applikationen, die man da sehr einfach nachinstallieren kann. Das ist ein Weg oder eine Möglichkeit, eben solche Third-Party-Anwendungen oder Drittanbieter-Anwendungen ganz sicher und einfach zu installieren. Und wer von Ihnen aus dem Debian-Umfeld kommt, das ist mal ganz platt gesagt ein grafisches Frontend für das apt-get oder den apt-get-Mechanismus. Das heißt, es findet eine Auflösung der Paketabhängigkeiten statt und man kann dann sehr sicher eine Installation durchführen und eben auch ganz einfach, dass man sich darum nicht kümmern muss. Was dann noch hinzukommt, dass es eben nicht nur die Paketinstallation ist von einzelnen Lösungen, sondern bei vielen Anwendungen kommt auch eine automatische Directory-Integration mit. Das heißt, ich hatte es vorhin auf der ersten Folie oder unter der UCS-Vorstellungsfolie schon ein bisschen betont, das Benutzer- und Berechtigungsmanagement. Wenn wir hier eine Applikation haben wie ein OTRS, also ein Ticketsystem, hängt es sich automatisch in den Verzeichnisbaum ein, sodass ich Benutzer- oder gruppenmäßig Berechtigung steuern kann, wer darauf Zugriff haben darf. Oder beispielsweise eine Groupware-Lösung, die ich installiere und ich habe bei einem User-Objekt dann in unserem Serversystem, in dem Management-System dann auch eine entsprechende Checkbox und kann dem User bestimmte Berechtigungen erlauben. Ja, du darfst Groupware, ja, du darfst ActiveSync, ja, du darfst den Webmailer benutzen und ähnliche Dinge. Und das zieht sich durch ganz viele Anwendungen durch. Diese Anzahl, jetzt fragen Sie sich vielleicht, ja, was erweitert jetzt noch den Funktionsumfang von UCS? Ich will das jetzt nicht im Einzelnen hier vorstellen, weil wir gleich auch noch auf das App Center Live drauf gucken werden. Das sind Lösungen aus der Historie, die häufig sehr eng am gesamten Identity- und Infrastrukturmanagement hängen und die man eben auch in jedem Unternehmen, Branchen und Größen unabhängig braucht. Von der Groupware-Lösung angefangen und wir kommen jetzt zunehmend weiter auch in den Bereich Business-Lösung, wo nur ein Teil der Nutzer mitarbeiten soll, wie beispielsweise auch ein CRM oder ähnliche Dinge. Ja, diese Anzahl wächst stetig, da freuen wir uns sehr darüber. Mein Kollege Herr Gulden, der heute auch im Webcast ist, mit dem ich gegebenenfalls auch ein paar technische Fragen hier gerne beantworten möchte, ist der Ansprechpartner für unsere Partner im App Center und der sorgt dafür, dass sie sozusagen monatlich auch neue Enterprise-Applikationen hinzubekommen, wenn sie das System testweise installieren. So, das ist jetzt erstmal ganz grob die Vorstellung von UCS. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie kann man starten? Und ich komme jetzt auch noch ein bisschen dazu, was wir noch können, weil ja ein Serverbetriebssystem oder in der Regel fängt man nicht immer auf der grünen Wiese an, sondern man hat ja auch unter Umständen eine vorhandene Infrastruktur. Und wie kann man dann eigentlich starten? Also als erstes brauchen Sie mal was, wo Sie es drauf installieren. Das könnte dann ein Thomas-Krenn-Server sein oder aber auch, Sie haben schon zum Beispiel von Thomas-Krenn-Server, wo Sie auch mit Virtualisierung arbeiten, dann können Sie UCS natürlich auch in der Virtualisierung betreiben. Das ist natürlich der erste Startpunkt für ein Server-Enterprise-Betriebssystem, hier eine Installationsplattform. Wenn Sie es sich nicht selber machen wollen, sei an dieser Stelle eine Referenz auf unsere Partner, dann gibt es Ansprechpartner vor Ort. Dort gibt es auch Partner von uns, die auch mit Thomas Krenn hier sehr eng zusammenarbeiten und eben schon solche Lösungen, Thomas Krenn Hardware plus UCS, auch bei Kunden ausrollen. Das wäre jetzt nochmal ein Hinweis. Diese Folien bekommen Sie gestellt. Wenn Sie auf die Folie klicken, haben Sie im Prinzip direkt einen Link auf unsere Homepage und sehen dort unsere Partner entsprechend Ihrer Region. So, aber das war sicherlich nicht Ihre Frage oder was Sie sich sozusagen how to start vorstellen. Die Frage ist auch häufig, oder die uns häufig gestellt wird, was passiert eigentlich, wenn ich eine vorhandene Infrastruktur habe? Und ich möchte hier einfach mal ganz kurz unterschiedliche Möglichkeiten aufzeigen oder Betriebsmodi oder Herangehensweisen vorstellen. Die Installation und Inbetriebnahme ist wirklich sehr, sehr einfach möglich und Sie haben dann nach
ich sag mal ganz flapsig hier mit 10, 20 Minuten einen vollständigen Domain-Controller aufgesetzt, der erstmal alle klassischen Serverdienste zur Verfügung stellt, inklusive Active Directory-Funktionen, um eben auch aktuelle Betriebssystemversionen von Windows auf der Client-Seite zu unterstützen und mit Gruppenrichtlinien zu administrieren. Wer von Ihnen aus der oder dort Erfahrung hat, kann die weiteren Management-Werkzeuge hier auch benutzen, um eben das Client-Management vorzunehmen. Was sehr spannend ist, wir haben es auf der CeBIT in diesem Jahr vorgestellt, über einen vorkonfigurierten Betriebsmodus. Das ist die Integration in eine vorhandene Umgebung. Das heißt, wir können einen Univention-Server sehr einfach in eine vorhandene Active Directory-Umgebung einbinden und uns dem AD unterordnen, sodass Sie die Chance haben, beispielsweise über das App Center erstmal einzelne Applikationen zu migrieren, einen Exchange-Server oder sich eine Alternative für andere Applikationen hier zu überlegen. Das heißt, ohne jetzt von heute auf morgen die vorhandene Infrastruktur komplett zu abzulösen. Dennoch ist das auch eine Option, und da komme ich jetzt hier zum unteren Punkt, die Migration. Die Migration unterstützen wir seit 4 Jahren. Vor 4 Jahren haben wir, oder vor 3 Jahren war es dann in der CT, eine Small Business Server Ersatzvariante. Dort gab es eine manuelle Anleitung, eine Migration durchzuführen. Und das hat sich auch knapp vor zur CeBIT geändert. Dort sind sowohl die Integration als auch die Migration als eigene Apps in unserem App Center verfügbar, wo man über einen Wizard durch einen Migrationsweg geführt wird, wo man sehr einfach als erstes vorhandene Informationen übernehmen kann, in einem zweiten Schritt die Dateidienste kopieren kann und dann im Prinzip eine komplette Domain-Migration durchgeführt hat. Es gibt einen sehr schönen Anwenderbericht an der Stelle der Stadt Völklingen, die das auch mit knapp 650 Usern durchgeführt haben und eben ohne Clients anfassen zu müssen. Das ist ein sehr erprobtes Tool mittlerweile, was auch schon häufig eingesetzt wurde, das Migrationstool. Und das Interessante daran ist, diese Migration oder das Active Directory Takeover können Sie in der Tat auch als zweiten Schritt durchführen, dass Sie nämlich mit einer Integration starten und dann einfach 1, 2, 5 Wochen später eine Migration anlaufen lassen. So ist das hier an der Stelle konzipiert, um möglichst geringe Einstiegshürden hier zu haben. So, jetzt komme ich ganz kurz, wer oder für wen ist unsere Lösung eigentlich interessant, und ich habe jetzt hier auch nicht angefangen, ganz große oder alle möglichen Szenarien runterzuschreiben, sondern habe mir die Projekte der letzten Monate bei uns einfach mal angeschaut, wie Kunden zu uns kommen. Das ist natürlich häufig ein Ansatzpunkt, Anwender mit einer veralteten IT-Infrastruktur. Das heißt, einfach Serversysteme, sei es hardwaremäßig, die ersetzt werden, wo dann auch die Domäneninfrastruktur abgelöst wird. 2003 kann man da durchaus nennen, wo ja auch der Support ausläuft. Es kommt allerdings tatsächlich auch schon vor, das sind dann keine veralteten Domäneninfrastrukturen, dass wir jetzt schon 2012er Umstellung gemacht haben, wo es eine Konsolidierung von 2 Unternehmen gab, beispielsweise. Das ist aber eher noch ungewöhnlich, also tatsächlich sind es dann eher veraltete IT-Infrastrukturen. Ja, dann haben wir natürlich Anwender ohne Domäneninfrastruktur, das heißt, wo der Bedarf an einer Infrastruktur wächst. Das heißt, ich möchte hier gerne ein zentrales System aufbauen, um unterschiedliche oder die Benutzer in unterschiedlichen Umgebungen zu managen. Das kann durchaus auch sein, dass es Kunden sind, die sich lokal einen On-Premise-Server aufbauen und dann über unser Management-System auch die Verknüpfung zu Cloud-Anwendungen aufbauen. Da komme ich gleich beim letzten Punkt nochmal.
Sehr erfolgreich, das vom prozentualen Ansatz nimmt das eher ab, aber aus der Vergangenheit war es irgendwann mal so, dass wir 50-50% hatten, auch 50% von Anwendern, die Linux-Erfahrung hatten und diese Systeme im Backend also wussten, was darunter unter der Haube werkelt, dann gesagt haben, wir wollen ein standardisiertes Produkt hier einsetzen. Anwender mit einer sehr heterogenen IT-Infrastruktur kommen sehr häufig auf uns zu und eben auch über das Szenario Integration in vorhandene Umgebungen. Das ist eigentlich so ein bisschen der Treiber jetzt auch für die Anzahl an neuen Kunden, die zu uns kommen, die eben eine Collaboration Suite einführen wollen oder ein File Sharing Service wie OwnCloud zum Beispiel, was auch im App Center ist. Die ergänzen dann ihre vorhandene IT-Landschaft um im Prinzip einen Univention-Server mit der Integration ins Active Directory. Ja, und das, was ich gerade oben eingangs schon erwähnt hatte, die Verbindung zu Cloud- und Rechenzentrumsbetrieb, da haben wir auch solche Applikationen wie beispielsweise Saml, um Cloud-Applikationen hier in das zentrale Benutzer- und Berechtigungsmanagement einzubinden. So, ich komme jetzt auch ganz schnell zu meiner Live-Demo, weil wir sind schon weit fortgeschritten mit der Zeit. Ganz kurz ein Hinweis noch auf die weiteren Informationen. Hier finden Sie den Download, unsere Dokumentation und auch eben technische Hintergründe bei uns im Wiki. Und möchte nun jetzt meine Applikation hier wechseln und direkt auf unsere Live-Demo umschalten. Sie sehen, ich hoffe, das ist jetzt gut zu das ist gut zu sehen. Wir haben eine komplette Web-Oberfläche zur Administration des Systems. Das heißt, ich habe jetzt hier derzeit ein öffentliches System, Sie sehen es an der IP, als virtuelle Instanz aufgesetzt, um unsere aktuelle Umgebung zeigen zu können. Alles, was Sie jetzt sehen, ist auch über die Kommandozeile zu bedienen. Das heißt also, wenn Sie eine Umgebung mit zigtausend Usern haben, dann wollen Sie sicherlich diese nicht an der Web-Oberfläche eintragen. Dann nutzt man natürlich unser Command-Line-Interface. Allerdings, weil es natürlich jetzt schon schöner ist, hier an der Stelle die Web-Oberfläche zu zeigen, fange ich damit mal an. Also ich befinde mich hier auf der Overview-Seite des Domain Controller Masters. Ich habe hier zwei Bereiche, Web Services, hier sind derzeit keine installiert und ich habe hier meine Administration und hier verbinde ich mich jetzt direkt mit den System- und Domäneneinstellungen von UCS. Oh, Sekunde, ich muss mich hier einmal anmelden. Das ist auch ähnlicher wie in der Windows-Umgebung. Ich melde mich nicht als Root, sondern als Administrator an, da ich den Blick auf die gesamte Domäne haben möchte und eben nicht nur auf ein einzelnes System. So, die Umgebung, ich habe es jetzt hier ein bisschen größer gemacht, weil ich hoffe, dass man sie dann etwas besser erkennen kann, ist aufgegliedert in so ein Kachelmodell an der Stelle. Ich habe hier oben meine Favoriten, Benutzer, alles was benutzerspezifische Module sind, Gerätemanagement, mein Domainmanagement, Systemmanagement, das Softwaremanagement an dieser Stelle und auch die installierten Applikationen, die ich hier sehen kann. Und darunter befinden sich dann meine Module, die ich jeweils habe. Jetzt befinde ich mich bei den Favoriten oder ich kann jetzt auch hier ins Benutzermanagement wechseln beispielsweise. Hier sieht man auch das Benutzermodul oder das Gruppenmodul oder ähnliches. Und ich fange jetzt einfach mal ganz kurz, um da Ihnen einen Eindruck zu vermitteln, wie es aussieht, mit dem Benutzermanagement an und wie die grafische Oberfläche aussieht. Ich habe jetzt hier auch 54 User testweise eingetragen. Ich habe hier im oberen Bereich, das sieht man auch jetzt hier gelb leuchtend, meine Ansicht, das ist auch sehen, genau, geldleuchtend habe ich ein Tab-Konzept, das heißt, ich kann hier auch mehrere Module, wenn ich jetzt wieder zurückgehe, parallel öffnen, was auch sehr gut für Helpdesk-Situationen ist, warum greifen bei dem einen Benutzer die Berechtigungen, bei dem anderen nicht, in welchen Gruppen ist er, und ich kann also sozusagen die beiden Module hier auch nebeneinander legen und vergleichen, und auch an dieser Stelle schließen,
Das ganze Design ist jetzt hier umgebaut in responsives Design, das heißt, es passt sich der Größe des Displays an, das heißt bessere Ausnutzung bei einem großen Display oder eben auch mal das User-Anlegen per Smartphone. Okay, wie sehen jetzt diese Module aus? Diese Listenansicht, hier sehe ich in meinem Verzeichnisdienst, wo sich der User befindet. Ich habe hier mehrere Container, People, also einen Ordner, Organisationseinheit People und dann für unterschiedliche Standorte, Landshut, Bayreuth, Passau, das sind meine Standorte und ich sehe hier, wo die User sind. Ich kann einen User hinzufügen, ich kann an dieser Stelle suchen und damit es noch ein bisschen transparenter wird, zeige ich Ihnen auch gleich nochmal das Rechnermodul. So, da haben wir es schön in Rot hinterlegt. Sie sehen, die Struktur ist ähnlich, um hier auch eine intuitive Bedienung zu ermöglichen und sich in allen Modulen gleichermaßen zurechtzufinden. In diesem Falle habe ich eine Umgebung aus insgesamt 6 Servern. Ich habe meinen Master-Server, wo auch der gesamte Elderbaum läuft, ein Replikat auch am Standort, den UCS-Slave-Server und für jeden weiteren Standort auch einen Server, um lokal Datenablage zu machen oder Druckdienste zur Verfügung zu stellen oder Ähnliches. Das ist die Struktur. Ich kann jetzt sehr einfach Rechner auch hinzufügen oder Sie haben einen Windows-Client, Sie joinen in die Domäne. Das sind eben die beiden Wege an der Stelle. Da will ich jetzt nicht weiter darauf eingehen. Ich will nochmal auf das Beispiel des Benutzermanagements zurückkommen. Ich habe jetzt hier einen kleinen Wizard. Ich kann sagen, wo der User angelegt werden soll. Und danach kann ich mich entweder hier durch einen kleinen Wizard klicken oder aber, ich mache das mal so, oder aber in die erweiterten Einstellungen gehen. Das mache ich jetzt an dieser Stelle mal. Und nun habe ich in den erweiterten Einstellungen eben hier die Sachen, die schnell abgefragt wurden. Auf dem letzten Tab hätte ich noch ein Passwort eingeben müssen, was der User haben soll. Und habe hier eine Navigation, dass ich einstellen kann, in welchen Gruppen soll der User Mitglied sein, welche Kontoeinstellungen und Ähnliches. So, das ist jetzt auch alles keine Zauberei oder kein Hexenwerk an der Stelle. Sehr spannend wird es jetzt, jetzt gehe ich mal aus der reinen UCS-Administration hinaus, wo wir jetzt sozusagen auch den echten Mehrwert haben, einen kompletten Business-Server aufzubauen, um eben auch eine Groupware-Alternative mit anzubieten und Ähnliches. Ich gehe in die Softwareverwaltung hier oder in den Bereich Software. Ich hatte schon eingangs gesagt, dass alle Pakete von uns zur Verfügung gestellt werden. Das heißt, Sie laden hier keine nativen Debian-Pakete herunter, sondern wenn es Aktualisierungen gibt, wird Ihnen das hier auch angezeigt. Es gibt dann solche Benachrichtigungen, es liegen Software-Aktualisierungen vor. Und das Interessante daran ist, ob Sie jetzt ein Serapha, ein Open Exchange oder ein Colab oder andere Lösungen installieren, auch diese Paketaktualisierung können Sie ganz einfach über unser Frontend hier einspielen, sodass Sie hier nicht an unterschiedlichen Stellen die Pakete installieren müssen. Und daher wechsle ich jetzt mal direkt in unser App Center. Jetzt dauert es ein bisschen, weil jetzt eine Verbindung zum Online-Repository hergestellt wird. Man kann es wirklich ganz platt mit einem Apple Store oder mit einem Google Play Store vergleichen oder Kiosk vergleichen. Ich habe jetzt hier eine aktuelle Ansicht der Applikationen, die verfügbar sind. Das heißt, wir stellen oder es wird eine Applikation freigegeben. Dann kann man das auch hier direkt sehen. Ich habe hier sehr unterschiedlich, ich habe hier auch ein paar Rubriken, in welchen Bereichen ich Apps zur Verfügung gestellt bekommen habe. Man kann sich das ganz schön merken. Alles ohne Logo sind die Apps, die von uns direkt kommen. Hier haben wir auch den Active Directory Takeover, die App. Das heißt, hier kann ich einen kleinen Konfigurationswizard erstellen oder die Active Directory Verbindung. An dieser Stelle kann ich auch, oder weil ich glaube, ich derzeit habe ich keinen Samba 4, keinen AD-kompatiblen Domain-Controller installiert. Das kann ich theoretisch auch hinterher machen, also dass ich nur einen Management-Server aufbaue. Ja, und hier habe ich eine ganze Reihe von Applikationen, die ich testen und verwenden kann. Ich gehe jetzt einfach mal auf den Bereich, damit es ein bisschen transparenter wird, Collaboration. Es wird halt sehr häufig verwendet in unserem Umfeld. Wir haben ein OwnCloud oder hier ein Serapha
das ZAPTisch für die ActiveSync-Anbindung mobiler Endgeräte. Ich kann jetzt hier draufklicken und mir anzeigen lassen, was die App macht und kann die App an dieser Stelle installieren. Das heißt, ich kann jetzt hier wählen und das ist auch ein neues Feature das, im UCS4. Früher musste ich mich immer auf einen Server verbinden, auf dem ich die App installieren will. Nun wird mir im App Center, wenn ich eine Applikation installieren will und ich habe 3 oder 4 Systeme, werde ich gefragt, auf welchem Server ich die App installieren möchte und habe jetzt die Möglichkeit, das dann auch hier weiterzugeben. Ich hoffe, jetzt darf ich das auch alles machen, weil das ist, da hat mir mein Kollege aus der Entwicklung heute Morgen gegeben, das System. Jetzt findet der Software-Test statt, im Prinzip wie viele Pakete installiert werden. Und an dieser Stelle kann ich dann sagen, ja, ich will das System installieren und ich installiere die Zarafa Collaboration Plattform auf dem Univention-System. Ich habe hier einen Statusbalken, ich sehe, welche Pakete installiert werden etc. Und das dauert alles in allem 3 Minuten. Und dann kann ich gleich nochmal in den Benutzer wechseln, den ich jetzt noch nicht abschließend angelegt habe. Dann cancel ich den mal hier an der Stelle. So, den cancel ich mal hier. Ich gehe mal da zurück. Und dann wird man auch gleich ganz schön sehen, dass sich die Web-Oberfläche ein wenig verändert hat. Sprich, ich werde gleich die Web-Oberfläche einmal neu gestartet. Danach melde ich mich an und kann nochmal einen Benutzer anlegen. Und dann gibt es hier sinnvolle Vorkonfigurationen für das einzelne User-Objekt. Und Sie haben, wenn Sie so wollen, jetzt hier einen kompletten Groupware- und Domain-Controller aufgesetzt, den Sie dann verwenden können. So, jetzt wechsle ich gerade nochmal ein bisschen meine Ansicht und gucke mal, ob es Fragen gibt. Jetzt wäre die Chance sozusagen, weitere Fragen zu stellen von Ihrer Seite, wenn es Fragen gibt oder wenn Sie noch etwas Besonderes sehen wollen. Ich habe es jetzt absichtlich nicht ganz so technisch gemacht. Gerne kann ich auch noch ein paar technische Konzepte im Unterbau erläutern, wie das Management-System funktioniert. Das sind so ein paar Punkte, die ich mir heute gerade für diesen ersten gemeinsamen Webcast mit Thomas Krenn auch ausgespart habe und würde Sie dann sonst auch auf weitere Webcasts verweisen oder Sie auch ganz herzlich, wir machen auch mal gemeinsam mit Thomas Krenn einen Webcast genau in einer Woche, wo es dann zum großen Teil auch auf die Produkte von Thomas Krenn abgestellt ist, um dann die Kombination UCS und Thomas Krenn Systeme hier zu zeigen. So, jetzt habe ich die Zeit wunderschön überbrückt, bis die Installation durchgelaufen ist. Also sehen, das passiert jetzt hier alles live auf meinem Demosystem. Das geht verblüffend einfach und ich werde jetzt dann nochmal kurz zeigen, wie ich einen User eintrage und wie dann das System aussieht. Und jetzt hätten Sie die Chance, noch Fragen zu stellen. Okay, dann, ich überlege gerade hier. Ich sehe, hier sind doch ein paar Fragen. Warten Sie mal, jetzt habe ich hier noch ein Fenster. Das ist bei mir alles so ganz klein, dass ich es noch ein bisschen aufziehen kann. Ach so, okay. Die Verbindung ist nicht korrekt verschlüsselt. Ist das korrekt? Ja, das ist mein Demosystem. Sorry, da bin ich per HTTP draufgegangen. Das ist jetzt, wenn Sie, ich könnte Ihnen jetzt die IP-Adresse gleich geben, da können Sie sich direkt auch drauf verbinden. Das liegt jetzt daran, dass ich das System also nach diesem Webcast auch direkt wieder löschen werde. Genau. Da kam gerade bei der Anmeldung, das stimmt, das ist schon eine etwas ältere Frage, müsste es sein. Meldung kam, glaube ich, bei der Anmeldung, als ich mich an die Web-Oberfläche des Alt-Administrator dann gemeldet habe. So. Nun gehe ich hier einmal raus. Jetzt findet der Neustart der Web-Oberfläche statt. Müsste an dieser Stelle. So, ich gehe mal in die Domain-Administration.
So, und will Ihnen jetzt auch an der Stelle kurz zeigen, wie die Übersicht aussieht. So, ganz kurz wieder die Übersicht zeigen, mit der wir begonnen haben. Und hier sehen Sie nun an der Stelle bei den Web Services auch die eingehängten Webzugriffe für Zarafa. Ich wechsle jetzt hier in die Domain-Einstellung wieder. Stimmt, hier ist das, hier war das die unsichere Verbindung. Genau. So. Aber ich muss mich hier gerade mal ganz kurz. Die Fragen sind nicht so super. Die Nagios-Verwendung. Ja, kann ich auch ein, zwei Sätze gleich noch dazu sagen. Nagios kommt auch automatisch mit. Da würde ich dann tatsächlich auch noch mal ein bisschen auf die Technik im Hintergrund eingehen. Ich mache es ganz kurz zur Vorstellung, einmal ganz kurz, wie das User-Management aussieht. Wenn ich jetzt einen User hinzufüge, habe ich hier automatisch eine sinnvoll vorkonfigurierte Benutzervorlage, kann einen Benutzer eingeben. Nico, da nehme ich dich jetzt. So, gehe in die erweiterten Einstellungen und habe jetzt auch parallel hier einen Zarafa-Reiter und kann hier die Zarafa-Einstellungen mitgeben, was der Benutzer für eine Rolle hat und so weiter und so fort. So, also hier sieht man schon, wie sich das Webinterface angebunden hat und hier kann ich dann auch darüber steuern, wer darauf Zugriff haben darf. Genau, die Nagios-Verwendung, die hatten wir hier. Also Nagios wird, also für die UCS-Infrastruktur ist das eine sehr interessante Implementierung. Das führende System für UCS, das Management-System, ist nach wie vor ein LDAP-Server. Und wir halten, wir können aus diesem Management-System heraus eventgetriggert bestimmte Dinge machen. Das machen wir einerseits zum Beispiel bei der LDAP-Replikation, wenn wir einen zweiten Server aufsetzen, können wir halt sehr einfach dort die User auch zur Verfügung stellen. Das heißt, wir ändern etwas im LDAP und dann steht es auch sofort auf dem zweiten Server zur Verfügung. Ähnlich läuft es bei der Nagios-Verwaltung mit dem Unterschied, dass wir hier auch die ganzen Informationen im LDAP speichern, also hier eine grafische Administration für die Nagios-Kommandos haben. Hier sieht man auch einige, die von uns hier mitgeliefert werden. Sie können jetzt eigene weitere erstellen. Das Interessante ist, wir speichern sie auch im Verzeichnisdienst, im LDAP, und schreiben dann aus dem LDAP heraus die Nagios-Konfigurationen. Das zieht sich durch das gesamte Univention-Management-Konzept durch. Das heißt, auch wenn Sie jetzt sich mit den Konfigurationsdateien gut auskennen und wissen, an welchen Stellen Sie bestimmte Einstellungen setzen müssen, dann ist die Idee hinter dem Management, dass Sie an einem Punkt hier administrieren können und gleichzeitig Konfigurationen auf vielen Systemen schreiben können. Ich kann das jetzt einfach mal zeigen. Ich kann jetzt einen Nagios-Dienst hinzufügen oder einen Zeitraum. Ich will jetzt einen Dienst haben. Ich bin jetzt nicht ganz so firm mit Nagios. Hier würden Sie das Plugin-Kommando mitgeben, was Sie hier als Nagios haben möchten und können an dieser Stelle jetzt wiederum aus dem LDAP hinzufügen, auf welche Server oder auf welche Rechnerobjekte Sie das anwenden möchten. Das ist im Prinzip hier eine sehr einfache Administration für Nagios und sehr spannend, wenn Sie auch eine Univention-Umgebung bestehend aus einem oder mehreren oder vielen Servern haben, dann wird schon automatisch diese Serverinfrastruktur automatisch mitgemonitort. Wenn ich jetzt mal gerade ganz kurz zurückgehe, dann sieht man das ganz schön. Es wird die LDAP Authentication oder es wird die Replikation geprüft, also ob die LDAP-Attribute oder ob die Replikation immer noch synchron ist. Das macht das Management-System im Hintergrund. Wenn ich jetzt eine Information auf dem zentralen Server ablege, dann läuft das über Transaktions-IDs und wenn das zum Beispiel zwei Standorte sind und dort die Verbindung unterbrochen sein sollte, dann fragt der Replikationsmechanismus ab, auf welcher Zahl du bist, auf welcher du bist und dann kann man selber konfigurieren, ob der aus zweit auseinandergelaufen ist oder ob er gar nicht erreichbar ist natürlich und dann synchronisiert er sich automatisch wieder auf. Das macht, wenn man das mal so ein bisschen beschreibt, hier ist die Menschen
Management-System an der Stelle. Und wenn Sie einen Slave-Server aufsetzen, dann wird er auch automatisch abgesichert, wie die Replikation. Ich glaube, ich bin mir jetzt nicht gar nicht ganz sicher, Diskroot wird automatisch mit abgepustet und diese Dinge. Und Sie können auch weitere Plugins hier hinzufügen, wenn Sie schon mit Nagios auch arbeiten an der Stelle. Ja, ich würde jetzt auch, jetzt muss ich gerade mal eben ganz kurz hier meine Benachrichtigung. Ich muss jetzt, weil ich wollte gerne auch dem Herrn Gulden anlegen natürlich. So, er wird ein Zara-Benutzer. Ich speichere ihn. Oh, mir fehlt hier mein Passwort. Das bin ich, habe ich übersprungen. So, ich will den User jetzt anlegen. Ach so, ich darf jetzt hier an dem Objekt gerade keine weiteren User hinzufügen. Ach, weil ich jetzt schon 50 hinzugefügt habe. Da habe ich mir keinen weiteren Key eingespielt. Okay, an der Stelle, der Benutzer ist angelegt. Sie haben es auch gesehen, die Erweiterung hier mit Zarafa. Ich würde sagen, es ist fast eine Punktlandung, was die Zeit betrifft. Und jetzt haben Sie vielleicht noch die Chance, Fragen zu stellen. Oder ansonsten würde ich mich bedanken, für dass Sie an dem Webcast teilgenommen haben. Würde mich über Ihre Fragen freuen. Und ich gehe noch mal ganz kurz zurück, weil mir da sehr viel dran liegt. Wir freuen uns über Feedback. Das ist ein ganz einfacher Klickfragebogen. Der geht in 1 bis 2 Minuten auszufüllen. Den haben wir auf Deutsch und auf Englisch und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie den ausfüllen würden. Und dann können wir auch sehen, was wir in Zukunft vielleicht anders, besser, neu machen müssen. Ja, Lizenzkosten, auch gute Frage, ist kein Geheimnis, stehen bei uns auf der Webseite. Ach so, das sind jetzt ganz viele Fragen, Sekunde. Lizenzpreise, Lizenzmodelle. Warte mal, ich gehe gerade mal hier nochmal durch meine Folien durch. So, meine Kontaktdaten nochmal. Können sich gerne bei uns melden. So, die Folien bekommen Sie auch im Nachgang. Ich gehe mal gerade ganz kurz hier auf unsere Webseite. Das Preis. Ups, da habe ich jetzt gerade nicht aufgepasst. So, ich gehe auf unsere Webseite. Wir haben unsere Preise hier. Ich hoffe, das können Sie jetzt noch alles folgen. Das geht nicht zu schnell. Hier haben wir unser Preismodell. UCS mit Installationssupport je physikalischen Server kostet 290 Euro. Mit Standard-Support, das ist Hersteller-Support seitens Univention oder Premium-Support. Premium-Support gilt beispielsweise, wenn Sie unsere Linux-Desktop-Erweiterung benutzen oder UCS auch als Hypervisor verwenden und dann eben auch Support haben möchten, dann fällt Premium Support an. Standard Support umfasst im Prinzip alle Standardfunktionen. Wie gesagt, nur wenn Sie auch Zugriff auf uns haben möchten, wenn Sie mit Partnern auch vor Ort arbeiten, die Support anbieten, dann greift hier auch der UCS mit Installation Support. Das ist, wenn man so will, die Maintenance und wir unterstützen Sie bei der Inbetriebnahme und wir haben einen Preis für die Managed Services for Endpoint Devices von 13,90 €. Genau, für genutzten Apps, das ist eine gute Frage, ob da zusätzliche Preise anfallen. Jein, muss man dazu sagen, ein ganz klares Jein. Für einige Applikationen fallen keine Preise an, also insbesondere wie unser Takeover und viele System-Apps von uns fallen keine zusätzlichen Kosten an. Es gibt auch jetzt schon die Planung von einzelnen Third-Party-Herstellern, die dort eine Community und eine Enterprise Edition zur Verfügung stellen wollen, die kostenlos ist oder eben mit Support und allem drum und dran kostenpflichtig ist. Und dementsprechend sind dort auch einige Lösungen, die kostenpflichtig sind, wie beispielsweise auch so eine Groupware oder Zarafa, was sich gerade installiert hat, hat auch ein eigenes Preismodell, wo man 16 Euro beim Small Business für den User bezahlt und um die 30 oder etwas drunter noch für die Professional Edition. Genau, das versuchen wir in Zukunft noch ein bisschen transparenter zu machen. Sprich, dass man im App Center direkt sieht,
was kostenpflichtig ist und was nicht und eben auch die Optionen einräumen wollen, da Dinge besser nachvollziehen zu können oder vielleicht sogar bestellen zu können. So, genau, können Domain, Lokal und Global Groups vom Active Directory für File-Strukturberechtigungen übernommen werden? Das ist jetzt schon, genau, also vielleicht ganz kurz, wie das Active Directory Domain oder Takeover funktioniert. Letztlich technisch läuft es so ab, dass Sie mit dem Univention-Server, da tritt kurz der AD-Domäne bei. Es ist in drei Phasen eingeteilt. Das heißt, in dieser Phase wird als erstes werden alle Active Directory-Objekte übernommen, das heißt Rechner, Objekte, Benutzer und allen drum und dran, was dazugehört. Und zwar über die Microsoft DHS-Replikation werden die Sachen übernommen. Das heißt, der UCS-Server tritt kurzzeitig der vorhandenen AD-Domäne bei. Die Dinge werden kopiert. Danach wird der Wizard unterbrochen, um die Gruppenrichtlinien und Ähnliches zu übernehmen. Das ist sozusagen der Zeitpunkt, wo man auch über den Wizard ein paar Befehle angezeigt bekommt, die man ausführen muss, um beispielsweise das SysVol zu kopieren, sprich, dass dort die Gruppenrichtlinien, Einstellungen und so weiter und so fort. Und in diesem Zeitfenster haben Sie dann auch, oder in dieser Phase haben Sie auch die Chance, wenn auf dem Microsoft-Server oder auf dem File-Server eben auch die File-Ablage stattfindet, per Robocopy im Prinzip die File-Services zu migrieren. Und an der Stelle werden auch die Berechtigung mit übernommen. Genau. Nico, magst du noch was zu dem Domain Local und Global? Achso, ich sehe die, du siehst die Frage, glaube ich, gerade gar nicht an der Stelle. Die Domain Local und Global Groups, die werden, glaube ich, mit der File-Strukturberechtigung in dem Schritt auch weitergegeben. Ansonsten kann ich das auch gerne nochmal nachliefern oder auch den Link zu dem AD-Takeover, da wird es dann auch, oder ist es auch beschrieben sein, auch nachreichen. Also gerne eine Mail an meine E-Mail-Adresse, dann verdrahte ich Sie mit dem richtigen Ansprechpartner, dass Sie dann eine Antwort bekommen. Ja, gut. Jetzt sehe ich keine weiteren Fragen. Dann ganz herzlichen Dank nochmal für die Aufmerksamkeit, für Ihre Fragen, für Ihre zukünftigen Tests. Also laden Sie sich gerne von unserer Webseite runter. Sie sehen jetzt hier auch den Download-Button. Hier können Sie ein ISO-Image oder ein VM-Image herunterladen. Die Links auch nochmal in der Präsentation, die im Nachgang kommt. Und wenn es jetzt keine weiteren Fragen gibt, sage ich einfach mal herzlichen Dank. Herzlichen Dank an Thomas Krenn für das Forum hier. Ich wünsche Ihnen, ich wollte gerade sagen, schönes Wochenende. Das ist noch ein bisschen eine schöne restliche Woche. Schöne Grüße aus Bremen. Und bis bald. Danke. Ja, danke auch an Univention und auch an unsere Teilnehmer natürlich einen herzlichen Dank wieder für die Teilnahme. E-Mail wird heute spätestens morgen wieder rausgehen an alle und auch ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Tschüss.